So, und damit willkommen zurück. Hallo Kollege, du nimmst heute hier an dem Haltepunkt Frankfurt-Stresemann-Allee einer S3 Richtung Bad Soden. Wegen Bauarbeiten endet dieser Zug heute bereits in Frankfurt-Rödelheim. Als Fahrzeug steht hier ein Vollzug der Baureihe 423, zwei Triebwagen zur Verfügung. Bitte halte an den Bahnhöfen bei H-Vollzug oder beim Sammelhalt H. Bitte öffne nun die Türen und lass die Fahrgäste einsteigen. Bitte sei pünktlich, da im, ja, zu Ende. Gut, Hallöchen, ich bin's, der Bio. Freue mich natürlich, dass ihr einschaltet. So, SIFA an. PZB an. So, lassen wir hier mal die Fahrgäste einsteigen. Nach Bad Soden. So, vorwärts sich drehen. Wundervoll. So. Steht hier an der Stresemannallee. Der 423. Und lassen wir uns mal überraschen, was der Phasus nämlich hier gebastelt hat, denn das ist ein Szenario, welches Phasus erstellt hat. Zukünftig werdet ihr jetzt diese Aufgaben auch runterladen können und selbst nachspielen können. Da hat der Phasus jetzt aktuell, ist ja gerade im Gespräch, dass wir da so ein File-Manager zur Verfügung gestellt bekommen, Datenspeicher, Volumenplatz, keine Ahnung, wie ihr das nennen wollt, dass das Ganze dann halt möglich ist, dass ihr das Ganze dann dementsprechend, euch selbst dann runterladen könnt und selber fahren könnt. Heute mal nicht in Berlin unterwegs mit der S-Bahn, sondern dann halt hier mal in Frankfurt. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich den schon mal gefahren bin. Was ist denn eigentlich das Signal hier hin? Warum hat der kein Signal hier? Hat der gar kein Ausfahrtssignal? Hat der auch keine AFB? Ne, hat er nicht. Bei Phasus fährt man einfach los. Ja, so ein bisschen. Großartig. So, warte mal, ich muss mal gucken. Okay. Achso, hier unten. Alles klar. PZP wachsam ist. Okay, das ist hier. Das ist hier, alles klar. So, lassen wir uns mal überraschen. Halbe Stunde soll das Ganze dauern. So wie ich Phasus kenne, wird er wieder ordentliche Tücken eingebaut haben. Sagt aber, es ist eine einfache Aufgabe. Ich bin gespannt. Ja. Mal gucken, Phasus, der hat jetzt auch reichlich Content bekommen, sodass er jetzt reichlich Aufgaben basteln kann. Bin ich mal gespannt, ob er das hinbekommt. Sicherheit wird bei der wird schon mal klein geschrieben. So. Schon mal eine richtig gute Performance hier. Eieiei. Ja, nur hoffen, dass die Performance nicht besser wird.
ist denn hier ein Haltsignal? Ach, da. Nee, das stimmt auch. Das System der CPU müsste langsam mal general wiederholt werden. Da hast du leider recht, ja. Da gibt es keine Ansagen. Finde ich mittlerweile schon extrem nicht mehr so geil. So, nächster Halt, Lokalbahnhof. So. Sprech bitte selber. Gib doch YouTube dafür. Gib doch YouTube. Kann man sich die Ansage bestimmt irgendwo runterladen. So sollte das bei jedem Simulator nicht Standard sein. Da kriegst du ja selber die OMSI-Leute. Deswegen, also, wenn du holst du dir einfach einen Mozart und der spricht dir das Ganze. Fantastisch. Hol mir einen Mozart. Ja, das wäre schon cool, wa? Wenn man so Connection hätte. So, nächster Halt, Ostendstraße. Genau. Bisschen vorbei. Passt trotzdem.
Ach so. Mein Vollzug sollte ich halten, ne? Ja, sieht so aus, als ob wir jetzt nur unterirdisch fahren oder fahren wir auch mal oberirdisch? 12 Haltestops sind es insgesamt. Hauptbahnhof geht's raus aus dem Tunnel. Ja. So, Hauptwache aktuell. Ich habe jetzt auch vor, zukünftig jetzt ja auch so ein bisschen die Aufgaben von 3D-Zug zu spielen. Da bin ich mal gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Du musst nicht jedes Signal bestätigen. Mach ich doch gar nicht. Da denkst du aber noch weit hinterher. Die laufen alle sehr interessant. Der Mann links. Ja, das sieht schon ein bisschen komisch aus. Bin aber gespannt, wie die Animation nachher in Lotus aussehen. Ne? Das könnte ja vielleicht auch noch mal ganz interessant werden. Ja.
So. Ist dazu aber nur sagen, über S-Bahn Rhein-Main oder so, bin ich so gut wie gar nicht gefahren. Wie unser S-Bahn-Fahrer. Ja, nein. Also das ist ja tatsächlich wirklich noch langweiliger, als wie wenn du wie in Berlin oberirdisch fährst. Also, das war zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich kein U-Bahn-Fahrer werden wollte. Ja, man merkt es, wenn es tageslicht geht, die Performance wird immer schlimmer. Genau, Beförderungsqualität, richtig. Das ist halt nur bei den Aufgaben von Phasus. Also da merkst du halt wirklich. Ich weiß nicht, ob es die Züge sind oder sowas. Oder ob es ein Zug ist, der bei mir hier ordentlich so an Performance frisst oder sowas. Aber naja, das ist mein System, vielleicht dieses Jahr. Vielleicht mache ich mal dieses Jahr mal wieder ein Upgrade. Werden hier nochmal 500, 600 Euro reingebuttert nur für CPU und Mainboard, dann soll es auch schon wieder klappen.
Oh ja, nicht gesehen, das Schild jetzt, jetzt auf der rechten Seite. Können Sie sich mal entscheiden, ob links oder rechts? Das ist ja... Aber gut, ich muss ja dazu sagen, mich mal ein bisschen selbst hier in Schutz nehmen, ne? Also so Ortskunde oder so, Streckenkunde, gar keine, weil ich sonst in der Regel dieses Addon echt überhaupt nicht benutze. Es wurde jetzt halt nur mal vorgeschlagen. Kann ich nicht löschen. So. Westbahnhof, vollste Haltestelle. Den haben wir es doch. So, Einfahrt in dem Endbahnhof Frankfurt-Rödelheim ist mit VMAX 70 km/h. Dies ist nicht gesondert ausgeschildert, weil sie nur baustellenbedingt an einem anderen Gleis halten.
So, hat mal funktioniert. Ist ja der Wahnsinn. Türen sind offen. 500 Hertz, nee, doch, der 500 Hertz Melder war an. Keine Zwangsbremsung. Hui! Wunderschön. So, jetzt kann er ruhig blinken. Wir sind durch. Endhaltestelle hier für uns. Und das war das Szenario von Phasus. Ja, war schön. War tatsächlich ein bisschen einfach. Auch für meine Verhältnisse zu einfach. Aber an sich müssen wir mal gucken, wie wir das nächste Mal machen, dass wir hier mal irgendwie gucken können, dass wir hier die Ansagen irgendwie einsprechen. Müsste ja eigentlich schnell gehen, wenn ich einfach nur eine Liste bekomme von Phasus, welche Bahnhöfe da mit drin sind, dann spricht man schnell ein und dann müsste es ja gewesen sein. Sonst ist es doch ein bisschen zu ruhig, finde ich, meine persönliche Meinung. Aber naja, so an sich, wie gesagt, war klasse, hat Spaß gemacht, auf jeden Fall besser als das Berlin-S-Bahn, letztes Szenario, was wir gefahren haben, wo wir dann trotzdem uns Zwangsbremse kassiert haben, dank der wunderschönen SIFA. Aber naja, wir sind ja noch im Lernphase und wir werden es schon irgendwie mal hinbekommen, dass wir das Ganze auch gut hinbekommen. Bedanke mich natürlich hier auf bei den Phasus für die Aufgabe und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche zum nächsten Video hier vom Train-Simulator wieder. Vielleicht mal dann was von 3D-Zug, müssen wir mal schauen, wie es jetzt hier weitergeht zukünftig, denn der Train-Simulator soll dieses Jahr ein bisschen mehr gepusht werden als im letzten Jahr, da haben wir noch ein bisschen vernachlässigt, von daher schauen wir uns das Ganze halt einfach mal an. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, dass ihr dabei wart, freue mich natürlich aufs nächste Mal. Bis denn, tschüss!